Hola und willkommen zu einem kleinen Talk aus dem Stream. Ich schmeiß die Aufnahme mal nebenbei noch an. Der 34. Bundesligaspieltag ist gerade durch und mein Gott, das war ja die geilste Konferenz, die ich seit Jahren mal wieder gesehen habe. Ja, wir müssten es der Reihe nach durchgehen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die Tabelle und gucken mal, was da eigentlich so passiert ist. Holy moly, Leverkusen hat es geschafft. Die sind das erste Team, das in der Bundesliga ungeschlagen durchgeht. Eine ganze Saison. 4-3-3 hat da auch wieder einen wunderschönen Post rausgehauen. Ich glaube sogar mehrere. Mit hier von wegen New Record. 34 Spiele ungeschlagen. Hier, ne, die Meisterschaft. Die goldene Schale, die sie ja nicht bekommen haben. Ne, das ist eine normale Schale. Wäre wild gewesen, hätte es ehrlich so eine goldene gegeben. Also wäre, glaube ich, ein bisschen too much sogar, aber wäre krass gewesen auf jeden Fall. Jetzt hat es Leverkusen einfach gepackt. Ihr müsst euch das mal überlegen. Die sind komplett ja noch ungeschlagen. Viele sagen ja, dass das jetzt schon glorreicher ist, oder was heißt glorreicher? Krasser ist als die Invincible-Saison von Arsenal damals, 2003, 2004 oder wann das war, da irgendwo in dem Dreh. Da haben sie ja die Premier League ungeschlagen gewonnen und Leverkusen kann ja das Triple holen. Also, ihr müsst euch das mal überlegen. Die haben jetzt eine komplette Bundesliga-Saison jetzt ungeschlagen absolviert. Und die haben jetzt noch zwei Spiele vor der Nase. Einmal Europa League am Mittwoch gegen Atalanta. Das ist ja sowieso das große Highlight. Also, da schmeißen die ja sowieso alles rein, was sie haben. Weil das ja da, das ist ja der große Titel dann jetzt, ne? Also, ich würde Euroleague noch ein bisschen höher setzen als Bundesliga, muss ich ehrlich sagen. Wobei man das jetzt in der Situation, wie wir sie haben, ne? 11 Jahre vorher Bayern Meister gewesen, erstes Mal Leverkusen als Meister. Da, das kann man nochmal so ein bisschen in Relation setzen. Und dann am Wochenende ist ja nur noch DFB-Pokalfinale. Und da, das darf man nie unterschätzen, der FCK ist ein riesengroßer Verein. Da kann alles passieren. Wenn die dreckig 1-0 gewinnen durch einen Freistoß, durch eine Ecke oder so, dann sieht das erstmal aus wie, ach du Scheiße, was ist hier passiert, ne? Und dann ist es das letzte Game in der Saison, was sie verlieren. Aber die zwei Games sind es noch. Dann können die das Triple ungeschlagen holen. Und ich glaube, keiner so richtig kann das eigentlich gerade greifen, wie krass das ist. Das wird man erst verstehen, wenn ein paar Jährchen ins Land gezogen sind. Es gibt so viele krasse Mannschaften, über die man jetzt schon redet. Allein Bayern, als die unter Pep Guardiola waren, Pep Guardiola mit Barca 2009 etc. Du hast Mannschaften wie hier Liverpool City, als Liverpool mit 97 Punkten in der fucking Premier League Zweiter geworden ist, etc. Ne? Das sind ja Mannschaften oder eben Arsenal, die Invincibles, über die redest du jetzt schon. Und wenn du dir aber mal anguckst, was die geleistet haben, dann ist das trotzdem nicht so krass. Auch wenn die vielleicht individuell besser waren, aber das, was sie erreicht haben, ist nicht so krass wie das, was Leverkusen jetzt in 7 Tagen erreichen könnte. Und das wird ja so gestört, wenn das einmal dann geschafft und erreicht ist. Also, das kannst du ja gar nicht greifen. Das kannst du nicht greifen. Überlegt euch mal, wie lange die Feier geht. Wirklich, die kündigen alle ihren Job. Das ist scheißegal. Da wird 3 Wochen durchgesoffen bei denen. Was, Julius? Hallo, passt bitte auf die Schale auf, bevor sie in einem Jahr wieder nach München kommt. Glückwunsch zu einer ungeschlagenen Saison. Unter Pep hat Bayern mehr Punkte am Ende geholt als Never Losen. Ja, ist krass, oder? Auch das ist ja etwas, was du nochmal thematisieren musst. Leverkusen ist die erste Mannschaft, die ungeschlagen durch die Bundesliga geht, aber nicht die Mannschaft mit den meisten Punkten nach einer Bundesliga-Saison. Da überleg dir mal, wie krass eigentlich Bayern unter Pep Guardiola war. Also auch das vollkommen irre. Ich weiß nicht, habt ihr so ein bisschen am Ende die Feier gesehen im Stadion bei Leverkusen? Da ist ja die Meisterschale einfach mal kurz zu den Ultras in den Block gewandert. Da hat, ich glaube, Radetzky war es, hat die da einfach mal weitergereicht und ist dann natürlich auch gleich mal hinterher geklettert. Auch Xabi Alonso. Was ist denn Xabi Alonso eigentlich für ein geiler Typ? Junge, also er wird da gerufen, ne? Da gibt Xabi Alonso Gesänge und dann springt der Typ da über die Absperrung, klettert den Zaun hoch und feiert da einfach mit den Ultras und der Schale. Also, unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Ich sag's euch ehrlich, das wurde jetzt auch schon so ein paar Mal thematisiert und ich finde den Call gar nicht mal so wild. Erst habe ich so überlegt, das ist zu viel, aber am Ende finde ich ihn nicht wild. Der Ballon d'Or, ob, denkt ihr, Florian Wirtz ist da ein ernsthafter Kandidat darauf, sollte Leverkusen das Triple holen?
Ich gehe jetzt gar nicht mal weiter auf die Frage drauf ein, ich stelle sie einfach nur mal in den Raum. Ne? Es gibt Spieler wie Bellingham, Vinicius Junior etc. Ne? Also Real kann ja auch Champions League gewinnen etc. Ne? Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Ne? Der Bellingham wäre dann ja auch Champions League-Sieger. Aber also du musst Florian Wirtz dann auf jeden Fall mit in die engere Auswahl nehmen. Ich würde sogar bis in die Top 5 sagen. Aber ne? Ich entferne mich erstmal wieder. Ich stelle die Frage nur mal in den Raum. Und dann können wir hier mal ein bisschen weiter quatschen. Was ist denn noch passiert? Können wir, let's talk about fucking Stuttgart, die von der Relegation mit dem legendären Interview, ja, dann steigt er halt nächstes Jahr ab, einfach zum Vizemeister am letzten Spieltag geworden sind. Hä? Was? Wie ist das denn eigentlich passiert? Die haben am letzten Spieltag, ähnlich wie Leverkusen gegen Bremen, einfach gesagt, ja, nee, wir schießen jetzt einfach unseren Gegner nochmal ab. Zack. 4-0 gegen die Gladbacher, die fast noch absteigen. Guirassy schießt nochmal einen Doppelpack. Ich schwöre bei Gott, er hätte die Torjägerkanone ernsthaft in Gefahr bringen können für Harry Kane, wenn der Mann nicht verletzt ausgefallen wäre. Oder ich weiß gar nicht, was, doch, war Verletzung bei ihm, ne? Ich weiß gar nicht, war der mit beim Afrika Cup oder war er in der Zeit verletzt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist krass, Stuttgart einfach Vizemeister. Es ist ja noch nicht mal lange her, dass Stuttgart überhaupt deutscher Meister war. Ich glaube, 2009 war es, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne? Und das ist ja für viele, gerade die Jüngeren, ist das ja auch so unbegreiflich. Die kennen Stuttgart nur so ein bisschen als Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga. Und jetzt stehen die auf einmal wieder da in der Champions League mit einer Mega-Choreo auch. Ne? Also das war auch wieder sehr beeindruckend, was die Fans da abgeliefert haben. Ich freue mich sehr darauf. Genau diese Mannschaft. Ich glaube nicht, dass es da viele Abgänge geben wird, ähnlich wie bei Leverkusen. In der Champions League zu sehen. Und ich sag's dir ehrlich, ich traue Stuttgart vollkommen zu, dass sie da in die K.O.-Phase gehen. Aber neue Champions League-Reform, ne, haben wir uns ja zuletzt angeguckt. Video dazu findet ihr auf meinem Kanal. Bayern einfach 4-2 gegen Hoffenheim gejoked. Auch das. André Kramaric mit einem Hattrick gegen Bayern. Ich könnte schwören, ich hab das schon mal irgendwann gesehen. Ich glaube, das ist jetzt nichts allzu Neues. Vielleicht irre ich mich gerade, aber ich dachte schon, dass das mal passiert ist. Möchtest du Cheftrainer des FC Bayern München werden oder sagst du auch ab? Ach, Julius. Ja, nee, ich bin gespannt, wer bei denen auf der Trainerbank sitzt. Ne? Tuchel wird es ja scheinbar nicht. De Zerbi oder. Nee, wie heißt der? Ich glaube, De Zerbi, ne? Halt der Kollege von Brighton, ich vergesse immer seinen Namen. Der hat sich jetzt erst ganz krass für Brighton ausgesprochen. Jetzt heißt er auf einmal, er ist doch kein Trainer. Brighton entlässt ihn dann am Ende der Saison. Wild. Ja, scheinbar wird er dann der neue Bayern-Trainer, denke ich mal. Oder irgendwas hatte ich gelesen, nur am Rande, keine Ahnung, ob das eine Bullshit-Meldung war. Irgendwas mit Topmüller, ich glaube der Trainer von Frankfurt aktuell, ne? Dass der da hingehen soll. Auch wild, dass Alphonso Davies schon wieder getroffen hat. Ne? Hat er nicht letztens erst gegen Real getroffen oder so? Jetzt trifft er schon wieder. Der Typ, der jetzt gerade die ganzen Sympathien verspielt und wahrscheinlich dann im Sommer geht, wird auf einmal hier zum Top-Torschützen in den letzten Games. Muss man überlegen, die führen nach 6 Minuten 2-0 und joken das noch. Alter Schwede. Ja, Tore kann es egal sein. Dem kann es echt ganz egal sein. So, was ist noch passiert? Habe ich das eigentlich falsch gesehen bei RB Leipzig, dass Xavi Simmons dann am Ende nochmal geweint hat, als das Spiel vorbei war oder als er ausgewechselt wurde? Habe ich das richtig gesehen? Also, ich glaube, Xavi Simmons, der hatte richtig Bock in Leipzig. Ich glaube, das hat dem sehr gefallen dort. Und ich glaube auch, ja, der ist ausgewechselt worden. Ich glaube auch, der hat nicht so viel Lust auf PSG. Und die haben ja schon bestätigt, dass sie ihn nicht verkaufen werden diesen Sommer, ne? Da bin ich mal sehr gespannt, wie sein Werdegang jetzt verläuft, was er für eine Entwicklung macht, wohin er geht, wenn er überhaupt irgendwo hingehen sollte. Oder wie er dann eben bei PSG eingesetzt wird. Da bin ich gespannt. Frankfurt ja auch wild, ne? Musst du mal überlegen. Durch den Elfmeter von Marmoush. Der ja Frankfurt, da fehlt jetzt Matti gerade im Chat, der alte Eintracht-Fan. Der hat ja die Eintracht richtig gecarried dieses Jahr. Ne? Das muss man ja wirklich so sagen. Und durch diesen Elfmeter, durch dieses 2 zu 2, auch die haben ja einen 2-0 Rückstand aufgeholt, muss man einfach mit dazu sagen. Die waren ja klar bestimmt, weil die dann einfach nur noch draufgebolzt haben. Haben sie jetzt den sechsten Platz klar gemacht. Ne? Muss man überlegen, gewinnt Hoffenheim am letzten Spieltag gegen Bayern 4-2 nach 2-0 Rückstand. 2-0 Rückstand und es reicht trotzdem nicht, weil Frankfurt einfach auch das Comeback schafft gegen Leipzig. Also auch hier
passieren Dinge, das greifst du gar nicht, weil das alles so parallel verläuft und so schnelllebig ist, dass du gar nicht die Möglichkeit bekommst, um dich da mal richtig hineinzuversetzen, was hier gerade eigentlich passiert. In der Konferenz, ich habe nur die letzten 20 Minuten angeschaut, weil ich halt, wie gesagt, vorher noch beim Kollegen auf dem Konzert war. Ich habe nur die letzten 20 Minuten gesehen und alle 5 Sekunden gefühlt, Tor in Bremen, Tor in Sinsheim, keine Ahnung. Überall sind Tore gefallen und es hat einfach nicht aufgehört. Ich kann mich noch erinnern, dass 3-2 und 4-2 von Hoffenheim, das konnten die gar nicht zeigen, weil zwischendurch schon 5 andere Tore gefallen sind im Abstiegskampf. Die kamen gar nicht dazu, die ganzen Tore zu zeigen. Bei Dortmund müssen wir eigentlich auch nochmal drüber reden, ne? Ey, Marco Reus mit Assist und Tor im letzten Spiel im Signal Iduna Park. Zumindest im Trikot des BVBs. Oh, shit, war das emotional. Es tut aber auch gut, dass die nochmal 4-0 gewonnen haben, ne? Und ganz ehrlich, Marco Reus, dem ist das so scheißegal, ob die jetzt Meister geworden sind oder nicht. Also heute zumindest war es ihm scheißegal. Der sah so glücklich aus, so happy. Der war ja scheinbar auch gefühlt der Erste im Stadion. Also der war ja schon seit 8 Uhr oder so, war der im Signal Iduna Park und ist überall nochmal rumgelaufen, hat einfach nochmal sich drauf eingestellt auf den Tag, sich drauf vorbereitet. Also Marco Reus ist für mich auch die Definition von Spieler, der kleine Kinder dazu bringt, überhaupt dieses Interesse für Fußball zu wecken. Also zumindest war es so bei mir und meiner, ich spreche jetzt einfach mal für meine Generation, zumindest die meisten in meinem Bekanntenkreis, ne? Wenn man über Fußball gesprochen hat in jüngeren Jahren, Grundschule, Kindergarten oder so, dann war Marco Reus immer der Spieler. Marco Reus und Thomas Müller, das waren die zwei Spieler, wir nehmen mal noch Manuel Neuer mit dazu, das waren die drei Spieler, die kannte man einfach. Die kannten sogar die Mädels und die haben noch nie ein Fußballspiel in ihrem Leben gesehen. So ungefähr, ne? Das waren einfach Vorbilder, ne? Und das hat der jetzt einfach über ein Jahrzehnt lang ausgelebt. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Also einfach nur danke Marco Reus für all die Jahre beim BVB und ich bin sehr gespannt, wo der mal hinwechselt, wenn er denn überhaupt nochmal wechselt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er in der Bundesliga bleibt. Kann ich nicht. Ich denke, und das ist nur eine Vermutung, er wird nochmal MLS oder so gehen. Weißt du, so eine richtige, okay, ich gehe jetzt langsam in eine Ruhestandliga. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwo nach England geht, Spanien oder so, Italien erst recht nicht, Frankreich. Kann ich mir alles nicht vorstellen. Und Bundesliga auch nicht. Es wäre krass, es wäre richtig krass, wenn er nochmal nach Gladbach geht. Ne? Vor allem, weil Gladbach ja zuletzt Lars Stindl verloren hat. Der ist ja nochmal nach Karlsruhe zurückgegangen. Das würde ich krass finden, ne? Wenn er sagt, okay, Projekt Gladbach, ne, die sind gerade 14. gerade so mit einem Punkt in der Liga geblieben. Die dann nächstes Jahr, in 2 Jahren, irgendwie nochmal Richtung internationale Plätze befördern. Das wäre heftig, wenn er das schaffen würde, wenn er das überhaupt versucht. Aber ansonsten kann ich ihn mir hier eigentlich nirgendwo vorstellen. Vielleicht geht auch ein bisschen mit Götze bei Frankfurt ballen, das wäre natürlich auch ein Ding. Was noch passiert? Ja, Frankfurt jetzt Euroleague, ne? Hoffenheim scheinbar Conference League. Quali ist das aber, glaube ich, ne? Der ist, oder Playoffs, das ist jetzt nicht ein fester Platz. Heidenheim einfach Achter, können wir, let's talk about Heidenheim, die sind Achter, die haben am letzten Spieltag Köln nochmal 4-1 auseinandergeschraubt. Köln, Heidenheim, die wurden von 95% der Leute auf den 18., 17. als direkter Absteiger getippt. Die haben den großen ersten FC Köln in die zweite Liga buxiert und sich selbst einfach mal zum 8. Tabellenplatz geschossen. Können wir darüber sprechen? Und ich meine, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, dann ist ja Frankfurt auch in der Champions League, Hoffenheim in der Euro League und Heidenheim einfach in den Conference League Playoffs. Was ist denn das für ein kranker Scheiß? Also die Bundesliga kann so massivst vertreten sein nächstes Jahr. Was meinst du, wie lange Alonso noch bleibt? Nick, grüß dich, mein Lieber. Alonso, sage ich dir ehrlich, nächstes Jahr noch. Nächstes Jahr. Ich kann es mir nicht vorstellen. Scheißegal, was der nächstes Jahr macht. Lass den mindestens einen Titel jetzt noch holen. Und du kannst ihn nicht länger als nächstes Jahr halten. Weißt du, dann hat er die Erfahrung mit der Mannschaft nochmal in der Champions League. Jeder sammelt seine Erfahrungen, sammelt wertvolle Punkte für die individuelle Entwicklung. Aber ganz ehrlich, Xabi Alonso, das ist ja ein Zukunftstrainer vom Allerfeinsten. Ich weiß nicht, wer Xabi Alonso im Fußballhimmel geschaffen hat, aber den kannst du nicht halten. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Da kann Leverkusen jetzt alle Titel holen, die sie können. Auch nächstes Jahr, die holen nochmal Triple, Champions League, alles.
der wird nicht in Leverkusen bleiben. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür hat Leverkusen als Verein einfach nicht dieses Standing. Also da muss schon sowas von außen sein, wie seine Familie, die dann sagt, ey, wir fühlen uns hier so krass wohl, wir wollen gar nicht weg. Sowas kann ich mir vorstellen. Und selbst dann wäre es aber nicht unmöglich für die Person Xabi Alonso zu sagen, ja, okay, ich arbeite jetzt trotzdem im Ausland und wir sehen uns dann halt, keine Ahnung, am Wochenende oder so, ne? Aber wer bin ich schon, dass ich das da irgendwie beurteilen kann? Ne? Heidenheim Europa League, wenn Dortmund Champions League holt? Ah, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, wie das da genau ist. Aber auf jeden Fall Respekt an Heidenheim. Auch an Werder Bremen. Werder Bremen musst du genauso mit reinnehmen. Die sind Neunter geworden. Wer hätte denn damit gerechnet? Apropos, wer hätte damit gerechnet? Dienstag kommt wahrscheinlich Martin mit in den Stream und dann schauen wir uns zu zweit unsere Bundesliga-Prognose von dieser Saison an. Ja, ich, ja, ey, ich sag doch gar nichts. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kenne doch meinen Call für Flop der Saison. Das war halt einfach nur aus dem Hut gegriffen, ne? Einfach wegen der Ablösesumme. Luca, Grüße gehen raus an dich. Der weiß Bescheid. Und ich meine, es war das erste Jahr, in dem ich Leverkusen nicht als Meister getippt habe. Ansonsten kann ich mich an nichts erinnern aus der Prognose. Es wird also kunterbunt. Hoffe, Dortmund gewinnt die Champions League. Also, ich bin jetzt einfach mal realistisch und sage, nee. Die werden eiskalt 3-0 oder so von Real abgeschossen. Am Ende macht Dortmund das Spiel, aber Real ist halt Real. Die nehmen ein leckeres 1-0 mit durch einen Konter von Vinicius und dann ist gut. Aber sollte Dortmund das schaffen? Sollte Dortmund das schaffen? Wisst ihr eigentlich, was für eine Ekstase dann hier in Deutschland ist? Du hast so eine Bundesliga-Saison mit so vielen Highlights, dass du gar nicht mehr hinterherkommst. Du weißt gar nicht, was du alles erzählen sollst. Stell dir vor, du hast jetzt deinen Sohn vor dir und muss dem irgendwie beibringen, wie krass das eigentlich ist, was dies Jahr alles passiert ist. Mal von der Tabellenkonstellation abgesehen, hast du ja auch noch Mannschaften wie Kaiserslautern, die überhaupt im DFB-Pokal stehen. Du hast eine Mannschaft wie Saarbrücken, die Bayern und Co. rausgeschmissen hat. Gladbach, Frankfurt, wer das alles noch war, ne? Also auch das sind ja Geschichten, die fallen hier schon wieder hinten runter, weil die schon wieder ein paar Monate her sind und in diesen wenigen Wochen, Monaten ist so viel passiert, dass du gar nicht mehr weißt, wovon du eigentlich noch erzählen sollst. Es reicht, wenn Leverkusen DFB-Pokal gewinnt, dann ist Heidenheim europäisch. Auch das, ja, klar, klar, kann sein. Klar, es ist auch sowieso krass, ne? Also es müssten doch eigentlich alle Bundesligisten, also zumindest hier die obere Hälfte, müsste doch für einen DFB-Pokalsieg von Lautern sein. Also Lautern ist 99% der sympathischere Verein für die große Mehrheit. Aber allein für das Standing der Bundesliga ist es einfach besser, wenn Leverkusen gewinnt. So ehrlich muss man sein. Kann sein, dass ich da jetzt die Fanbrille auf habe, aber ich würde sagen, aus neutraler Sicht ist das trotzdem die bessere Wahl, wenn Leverkusen das Ding gewinnt. Worüber müssen wir noch reden? Was ist noch passiert? Ey, ich hab's übrigens vor Wochen gecallt. Wann kriege ich meine eigene Talkshow? Ich habe vor Wochen gecallt, als ihr Kollege, wie heißt der? Heißt der Svensson? Wie heißt der Trainer? Henriksen. Entschuldigung, ich wusste nur irgendein nordischer Name. Als er übernommen hat, wusste ich, Mainz hält die Klasse. Weil ich nie gefunden habe, dass Mainz einen scheiß Fußball spielt. Der war mir schon immer viel zu qualitativ reich. Ja, die hatten meiner Meinung nach halt einfach immer einen besseren Fußball gespielt als der Rest da unten drin. Und ich habe immer gesagt, oder vor ein paar Wochen schon gesagt, die halten die Liga. Und guck sie an, die sind jetzt einfach 13. Die sind einfach 13. Lass das mal noch 2 Spieltage länger gehen, dann findest du die irgendwo auf einem einstelligen Tabellenplatz wahrscheinlich. Oder zumindest auf dem 10. oder so. Ja, dann musst du auch über Freiburg sprechen, ne? Christian Streich, sein letztes Spiel hat nochmal verloren mit Freiburg. Union deswegen jetzt erstklassig weiterhin. Und ganz ehrlich, ich glaube, Christian Streich wird es egal sein. Es hätte halt für den 8. gereicht, ne? Freiburg wäre dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit international dabei nächstes Jahr. Aber ich glaube, Christian Streich ist das so egal. Also wer das Interview vor dem Spiel schon gesehen hat, das Interview sollte, glaube ich, länger gehen, aber die haben ihm 2 Fragen gestellt und da war bei Streich schon wieder zu Ende. Ne? Der Mann hat einfach nur auf die Frage, was ihm denn am meisten fehlen wird, hat einfach nur mit die Menschen geantwortet. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal so ziemlich alles, für das Christian Streich in den letzten Jahren stande. Und ich finde, so ein Trainer, so eine Person, so ein Charakter wie Christian Streich wirst du auch so schnell nicht mehr in der Bundesliga wiederbekommen. Also keine Ahnung. Der Mann, ich glaube, der ist einfach nur dankbar. Der ist einfach nur dankbar für alles, was passiert ist. Der hat einen Verein wie Freiburg ja durch
jede Zeit begleitet. Der ist wie viele Jahre? 27 Jahre oder so insgesamt bei Freiburg gewesen. Frank Schmidt auch so sympathisch. Ja, das war ja beim letzten Heimspiel von Freiburg, ne? Ich glaube, das war 33. Spieltag, als Frank Schmidt dann auch nochmal ein paar Worte an den Strich dann mit dem Mikrofon, damit das auch jeder hört im Stadion, gerichtet hat. Auch das zeigt nochmal, wie groß eigentlich diese zwei Männer als Trainer sind, weil beide halt auch einfach. Das sind keine Superstars und Weltstars, das sind keine Promis, das sind einfach Fußballtrainer, das sind Menschen, die eben auch ganz viel Wert auf das Persönliche, auf diesen Zusammenhalt, nicht nur in der Mannschaft, im Trainerstab, sondern einfach dieses komplette Konstrukt, das ist mein Verein, gelegt haben und immer noch legen. Und ey, ohne Witz, also wer da nicht emotional wird. Zumindest, also man muss ja nicht gleich anfangen mit weinen, wer da wenig Bezug zu hat. Aber wer da nicht so ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Magen hat, wenn man so eine Person abtreten sieht, weiß nicht, ich glaube, der sollte sich da mal untersuchen lassen, wer da nichts fühlt. Hoffe, wir steigen gegen Bochum auf. Stimmt, Düsseldorf spielt jetzt gegen Bochum in der Relegation, ne? Da können wir weitermachen. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob wir eine zweite Bundesliga-Prognose dieses Jahr hatten, Martin und ich, bin ich ehrlich. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich schon vor der Saison Düsseldorf als Zweiten getippt habe. Also ich glaube, ich hatte Düsseldorf als direkten Aufsteiger. Dementsprechend bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass die gegen Bochum gewinnen. Ich finde Bochum extrem scheiße, muss ich so ehrlich sagen. Ich finde, die spielen einen richtig schlechten Fußball. Manuel Riemann tut mir so leid. Also die letzten beiden Spiele hier gegen Leverkusen, jetzt wieder gegen. Scheiße, gegen wen hatten die jetzt gespielt? Die haben doch wieder gegen Bremen war das, gegen Bremen. Die hatten noch wieder hier ein paar Buden gefressen, ne? Irgendwie vier Stück oder so. Warte mal, hier 4-1, ja, gegen Bremen. Der tut mir ja so leid. Manuel Riemann, ohne Scheiß, der steht alleine auf dem Feld. Wenn die anderen 10 vor ihm nicht auf dem Feld stehen würden, es würde nicht auffallen. Manuel Riemann tut mir so unfassbar leid. Wie krass wird eigentlich nächstes Jahr? Darüber können wir gleich mal reden. Also weißt du, dann nehmen wir das hier mit, ne? Also Union jetzt erstklassig geblieben, Bochum Relegation, Köln Darmstadt gehen runter. Wie krass wird nächstes Jahr die zweite Bundesliga? Du hast Köln, du hast Bochum. Und ja, ich sage bewusst jetzt schon Bochum, weil ich mir sicher bin, dass die absteigen. Du hast Hamburg da drin, du hast Karlsruhe, Hannover, Hertha, Schalke, Nürnberg, du hast Kaiserslautern. Wer geht aus der dritten noch hoch? Und dann hast du so richtige Rando-Vereine, weißt du? Da spielt jetzt ein Ulm dann mit zweiter Liga. Preußen Münster nach 33 Jahren Abstinenz sind die wieder in der zweiten Liga. Du hast Elversberg und so weiter. Also diese zweite Liga ist komplett random. Die dritte Liga verliert ganz krass, also wirklich ganz krass an, wie soll ich sagen, an Ansehen, einfach nur, weil musste einfach mal die letzten Jahre beobachten, was da in der dritten Liga abging, was da für Vereine, siehe Duisburg, die jetzt absteigen, was da alles kaputt geht. Hier Arminia Bielefeld hast du dort, du hast 1860 München, die kommen nicht mehr hoch. Aue, Dresden hat's auch wieder verbockt. Aber diese zweite Liga, total random. Und ich sag's euch ganz ehrlich, da geht's dann ums nackte Überleben. Da geht's ums nackte Überleben. Weil schaut jetzt mal an, lass mal einen FCK absteigen, lass mal einen Schalke absteigen. Diese Vereine wirst du dann jahrelang nicht mehr in den beiden Oberhäusern oder halt Oberhaus, Unterhaus Deutschlands sehen. Die versinken dann einfach im Nichts. Na, also, wenn du jetzt allein mal schaust, Aachen, die steigen jetzt wieder auf in die dritte Liga, ne, nach irgendwie 10, 12 Jahren, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie viele es waren. Die waren auch mal Bundesligist. Und jetzt waren die jahrelang in der vierten Liga. Du hast nichts von denen gehört. Das dauert ewig, bis ein Verein sich davon mal erholt hat. Hört er eigentlich Streich auf allgemein oder geht dazu ein anderer Verein? Er hat dazu gar nichts. Also er hat gar nichts geplant. Er lässt es einfach auf sich zukommen. Er hat definitiv nicht sein Trainerende bekannt gegeben. Er hat aber auch nicht gesagt, dass er jetzt irgendwo hinwechselt. Ist genau das gleiche wie Ulm. Die waren jahrelang in der Amateurliga gewesen. Jetzt sind die einfach in der zweiten Bundesliga aufgestiegen. Ja, und Fun Fact zu Ulm, die sind die einzige Mannschaft neben Leverkusen in Deutschland, die dieses Jahr noch ungeschlagen sind. Also Kalenderjahr 2024. Das ist auch krass, finde ich. Wirklich, da hast du so krass heute einen Heulkrampf bekommen, wenn du dir die einzelnen Spiele angeguckt hast, wenn du Konferenz angeschaut hast. Köln steigt ab, Bochum Relegation, Union gerade so. Die haben ja zwei Elfmeter verballert. Beim zweiten Elfmeter haben sie im Nachschuss das Tor gemacht, was sie in der Liga hält. Mainz schafft den Klassenerhalt. Heidenheim, Achter, Hoffenheim, Relegation, ja, europäisch, Frankfurt europäisch,
Dortmund mit Reus-Abschied, Freiburg mit Streich-Abschied, RB Leipzig verliert Xavi, Simmons und Co. Ne? Bayern wird Dritter, Stuttgart Vizemeister, Leverkusen ungeschlagen durch die Saison. Holy shit, Mann, du musst, also wirklich, du musst so krass emotional gewesen sein an diesem letzten Spieltag. Es ist verrückt, es ist verrückt. Also es gibt kaum einen Verein, höchstens mal Augsburg oder so, wo du sagen kannst, denen ist alles scheißegal. Guck mal, Augsburg hat eine Niederlagenserie, die sucht seinesgleichen hier in der Liga. Und die juckt's halt einfach nicht. So, das interessiert halt einfach gerade keinen, weil so viel außenrum passiert. Und das Ding ist, morgen geht's ja weiter. Also es hört ja auch nicht auf. Sorry, Jungs, wenn der Talk ein bisschen lang wird, ne? Zum einen gut für Watchtime auf YouTube. Und zum anderen, es geht ja genauso weiter, ne? Du hast jetzt noch die zweite Liga, da passiert oben nichts mehr. Trotzdem Konferenz, ne? Einfach nur Stimmung, ist ja trotzdem geil. Und dann geht es hier unten noch ein bisschen drum. Hansa Rostock, Wien, Wiesbaden. Wer schafft es, auf den rettenden 16. Platz zu kommen, ne? Das ist so die Entscheidung, die noch offen bleibt. Und dann, pass mal auf, jetzt geht es ja weiter. Jetzt gehen wir mal ein bisschen raus aus Deutschland. Dann kommst du nämlich auf einmal morgen Abend bis mit der zweiten Liga durch, nervlich komplett am Ende. Und dann schaltest du wieder Sky ein und siehst auf einmal das letzte Spiel von Jürgen Klopp als Liverpool-Trainer bei Anfield, in Anfield. Ach so, stimmt, ganz vergessen. Ja, jetzt war ich so auf die Deutschen bezogen. Du hast ja zwischendrin auch mal noch das Meisterrennen zwischen Arsenal und Manchester City, was da entschieden wird. Wirklich, was der Fußball dieses Jahr mit uns vorhat, da kann sich keiner beschweren. Das ist eines der krassesten Fußballjahre, die es zumindest dieses Jahrhundert bisher gegeben hat. Und das, glaube ich, muss jetzt langsam jedem bewusst werden. Und wenn dann die ganze Scheiße hier mal durch ist, die liegen alle fertig, alle komplett emotional am Ende, dann hast du noch Euroleague, Conference League, Champions League, da geht's doch mal im Schädel, weil da so viel Zeug wieder passieren wird, dann hast du nicht mal richtig eine Verschnaufspause, um dich irgendwie mal mit deinem eigenen Verein wieder auseinanderzusetzen. Jetzt kommt der Sommer, okay, wer könnte den Verein verlassen? Umbruch, ja, nein. Wer ist auf dem Markt? Wen könnte man als Neuzugang holen? Hast du gar keine Zeit dafür. Wisst ihr warum? Ich zeige euch mal was. Hier, guckt es euch an. Guckt es euch an. Weil in 27 Tagen die verdammte Heim-EM für uns startet. Deutschland gegen Schottland in 27 Tagen. Das ist nicht mal ein Monat. Also, du kannst der Fußballwelt gerade nicht entfliehen. Das geht gar nicht. Und, by the way, gerade ja auch Eishockey. Also gut, jetzt weiten wir das Thema ein bisschen aus. Auch Eishockey, die Deutschen gerade auf dem besten Weg ins Viertelfinale einzuziehen. Also, für den deutschen Sport ist das so ein mächtiges Jahr. Es ist krass. Es ist wirklich einfach krass. Und ich will gar nicht wissen, was bei der Fußball-EM alles abgeht. Wenn Deutschland natürlich als Gruppenletzter rausfliegen sollte, ist es eine herbe Enttäuschung und alle sind depressiv. Es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Skandal dann noch geben. Aber selbst dann, die Heim-EM ist ja trotzdem hier im Land. Und es geht ja trotzdem weiter. Bloß weil Deutschland raus ist, heißt ja nicht, dass auf einmal die EM aufhört. Es geht ja trotzdem weiter mit irgendwelchen Kracherpartien. Und dann ist ja trotzdem diese Fußball-Euphorie im Allgemeinen ist ja trotzdem noch da. Und da hast du dann ja auch wieder solche letzten Tänze wie Cristiano Ronaldo. Also ich glaube nicht, dass er danach nochmal ein großes Turnier spielen wird, ne? Es ist Wahnsinn. Was glaubst du denn jetzt, wer alles bei Leverkusen bleibt? Ich sag dir ehrlich, alle. Alle bis auf einer. Das ist ja das, was Caro gesagt hat. Der CEO, der hat gemeint, einen großen Spieler müssen wir abgeben, einfach nur um Gehälter etc. zu decken. Und so wie das heute aber klang, ich glaube, das war das Interview mit Simon Rolfes, wird Frimpong nicht gehen. Bei dem gibt es ja die meisten Gerüchte, aber ich sag dir ehrlich, also das klang viel zu sicher darüber, wie er gesprochen hat. Ich glaube, da ging es um Hinkapier und Frimpong, dass da keiner gehen wird. Jetzt weiß ich halt nicht, ob Jonathan Tah oder so gehen wird. Jonathan Tah oder Palacios, das sind, glaube ich, so die zwei Kandidaten, wo ich am ehesten mir vorstellen kann, dass einer von beiden geht. Frimpong natürlich gerade am heißesten auf dem Markt, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich denke mal, es wird Palacios oder Jonathan Tah treffen. Nicht, weil man die loswerden will, sondern weil bei Tah einfach schon seit Jahren die Gerüchte da sind und er ja auch den klaren Wunsch geäußert hat, gerne in der Premier League spielen zu wollen. Und bei Palacios, er ist jetzt auch noch keine Jahrzehnte in Leverkusen, ne? Also wie eben beispielsweise Jonathan Tah.
Und Palacios kannst du am ehesten mal ersetzen, weil Robert Andrich ja sich so krass in die Mannschaft gespielt hat. Ja, schauen wir einfach mal. Was sagst du, wer ist wahrscheinlich, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, Frimpong oder Hinkapié? Ja, für einen Verbleib auf jeden Fall Hinkapié. Da war es, glaube ich, auch schon mal kurz davor, dass der geht. Ich weiß gar nicht, von wem das Angebot kam. Wolverhampton, Tottenham, irgendwer hat da, glaube ich, mal 40 Millionen oder so auf den Tisch gelegt. Ist aber Gott sei Dank nichts geworden. Aber ich bleibe dabei. Der Frimpong ist. Ja, da gibt es die meisten Gerüchte. Ich denke nicht, dass er geht. Aber wenn er gehen sollte, dann würde es mich nicht wundern. Und du kannst ihm ja auch nicht böse sein. Also, der Mann hat ja auch alles gegeben, was er überhaupt nur geben konnte, da als rechter Schienenspieler. Und ich glaube mal, mit dem Countdown machen wir hier dann auch diesen kleinen Fußball-Talk mal zu. Es ist verrückt. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was so euer persönliches Highlight war in dieser Saison. Ganz gleich, positiv, negativ, emotional. Ja, würde mich einfach mal interessieren, was ihr euch am meisten aus der Saison mitnehmt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaft schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.